Jetzt müsste der Backlane natürlich tatsächlich mal nach oben gehen. Aber der geistert hier rum. Und die beiden Ghostbreakers sind alle in diesem Raum. Was mir natürlich den kleinen Vorteil verschafft, dass ich nicht auf sie aufpassen muss, wenn sie hier unten rumgucken. Also nicht so stark auf sie aufpassen muss zumindest. Und der Backlane geht jetzt schon mal in Richtung Treppe. Mal schauen, ob er sie auch erreicht. Ist auch voll eine komplizierte Architektur hier eigentlich. Hier hat man doch voll den Wand durch. Nee, es geht ja gar nicht von der Treppe her. Architektonisch ein bisschen krampf, das Krankenhaus. Ich glaube, das wird kein normaler Mensch so bauen. Aber mein Gott, das ist auch voll klein eigentlich. Für ein Krankenhaus. Naja, kann man nichts ändern. Ah, ich hasse das, wenn die Level hier alle so verstreut sind, dass sich keiner auskennt. Das nervt. Hier hockt einer am Schreibtisch, während hier alles brennt. Das ist natürlich auch sehr chillig. Ärgern wir sie doch mal ein bisschen, die Nurse Gina Maris. Die Nurse, Entschuldigung, die Nurse, das ist ja ganz was anderes. Wobei ich nicht weiß, was. Ach, jetzt hockt er an seinem Schreibtisch. Will ich ihn nochmal ein bisschen aufwecken wieder. Oh, Kletterklaus wird schon wieder entdeckt. Der kann auch gar nichts, der Freund. Hey. Der kann echt nichts. Jetzt hat er den Hart. Naja, gut, jetzt da hinten. Da, glaube ich, findet ihn niemand mehr. Ich hasse es. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich hasse dieses Level. Wirklich. Aber ich lasse jetzt den doch mal hier, weil ich den Hasen wenigstens ein bisschen sichtbarer hier platzieren möchte. Oder ich warte einfach, bis der Backlane zurück in sein Büro geht und den Hasen vielleicht wieder aufhebt. Mal schauen, ob er das macht. Maybe not. Der rennt jetzt erstmal nach draußen. Oh, Bug wird entdeckt. Nicht gut. Ach ja. Das zieht sich immer, das Level. Also echt jetzt. Das Level zieht sich wirklich ewig. Ich spiele jetzt schon über eine dreiviertel Stunde dran. Das ist echt der Wahnsinn. Ich werde euch einfach ein bisschen brauchen. Das ist einfach, weil die Kette einfach so zieht. So, jetzt lassen wir mal der Hase. Fliegt jedenfalls jetzt mal ein bisschen. Es liegt direkt bei der Tür. Jetzt will ich noch mal irgendwer sehen hier, oder? Den Bu bin ich jetzt woanders. Der kann jetzt hier drin spuken, wenn er möchte. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut, bis auf die Geister eben, die befreit werden können. Das ist immer so ein Knackpunkt hier. Der Victor Beckler geht jetzt gerade zurück. Du nimmst den Hasen auf. Super. Und die Nurses gehen doch bestimmt jetzt mal nach oben, oder? Die Annie Walker. Die dürfen wir nur nicht schocken jetzt. Dann geht sie vielleicht auch nach oben. Ich bin da zwar noch skeptisch, aber man kann ja mal hoffen, dass sie vielleicht mal ihren Arsch nach oben bewegt. Na komm. Nicht verängstigt rumhampeln. Nach oben gehen. Idiotenpack. Jetzt hat sie ihn wieder fallen lassen, oder wie? Natürlich hat sie ihn wieder fallen lassen. Wer hebt ihn? Der Seth hebt ihn auf. Na super. Aber ich könnte jetzt zumindest mal hier die Leute ein bisschen nach oben hier binden. Dass sie wenigstens mal nach oben kommen. Wo ist denn jetzt die Blue Murder? Unsichtbar. Hier ist sie. Okay. Hab mich schon gefragt, wo die jetzt steckt. Bitte die Obsession benutzen. Dass vielleicht zumindest der Seth mal nach oben kommt mit seinem Hasen. Oh, der hat ihn auch schon wieder nicht mehr. Wer hat denn den Hasen? Wo ist der überhaupt? Ach nee, der Seth hat ihn noch. Ah ja, der ist unempfindlich für... super gelaufen. Ganz toll gelaufen, ne? Der ist ja unempfindlich gegen diese Art von Zauber. Oder von... Das ist ja... Ah! Das ist ja voll nervig. Na bitte wieder in die Bank, das bringt nichts. Der Seth muss davon allein raufgehen. Ich setze jetzt auch mal den hier weg, dass hier zur Not, wenn hier tatsächlich der Seth reinlaufen würde, dass er nicht gleich wieder abhaut und zum Jungen hingeht, hier zum Jimmy. Der ist auch kurz vorm Flüchten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er das überhaupt kann. Und die Brigitte ist immer noch da unten schön am Chillen.
Super. Was macht denn der Seth? Nix Produktives zumindest. Wisst ihr, wie ich das hasse? Wo ist eigentlich der Bagler hin? Der läuft durchs Treppenhaus. Ach so. Ich darf ihn jetzt auch tatsächlich nicht irgendwie verschrecken, den Seth. Was sonst hat er... Eigentlich wäre es natürlich besser, wenn das jemand anders aufheben würde, den Hasen. Weil den könnte man wenigstens nach oben locken. Den Seth... Beim Seth geht es ja immer nicht. Der gute Seth. Mal schauen, ob er jetzt vielleicht nach oben geht. Mann, Menschen sind komisch, wenn sie panisch sind. Echt. Jetzt geht er hier hinten lang. Jetzt lässt er wieder fallen. Ja gut, da habe ich jetzt kein Problem mit, weil dann könnte ich vielleicht sogar einen nach oben locken, der die Hasen zufällig aufsammelt. Da bin ich jetzt erstmal die Moonscreen wieder hier. Krampf, die Blue Murder wieder hier. Und die anderen Geister haue ich jetzt mal kurz weg, dass hier nichts mehr spukt sozusagen. Obsession ist noch nicht einsatzbereit, aber vielleicht funktioniert die Umleitung auch. Ich zweifle da jetzt mal dran, aber vielleicht. Man kann denn da nicht mal einer nach oben gehen und diesen scheiß Hasen dem Kind zurückgeben? Mann! Wie das echt nervt. Die Brigitte kann hier selber mal ein bisschen was verwenden. Und die hier ein bisschen schocken, die Cathy Winery. Ist Pathologin des Hospitals. Sie ist etwas realitätsfern. Naja. Kann schon mal vorkommen. So, wo ist jetzt die mit dem Hasen? Da oben. Okay. Jetzt lässt sie... Natürlich. Was könnt ihr überhaupt? Ich hasse es. Wirklich. Ja, nimm den Hasen mit. Bitte, nimm den Hasen mit. Ja, nimm den Hasen mit. Und jetzt lass dich nach oben locken, bitte. Obsession. Und jetzt komm nach oben. Nein, Blume, da wird... Okay, wird doch nicht entdeckt. Ich habe schon gedacht. Sie nutzt jetzt Obsession. Und jetzt mal schauen, vielleicht kommt sie nach oben, die Shirley Bry. Ich hoffe es einfach mal. Ob die nicht schon zu panisch ist, dass sie auf die Obsession reagieren wird, das kann auch sein. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das funktioniert in jedem Stadium, theoretisch. Die Blue Murder muss es jetzt nur lang genug machen. Das jetzt zumindest mal noch... Alter, geh nach oben! Das ist echt schlimm mit den Leuten hier. Geh einfach nach oben. So schwierig ist das. Alter. So schwierig ist das nicht. Du kannst einfach nur deinen Fuß auf die Treppe setzen und nach oben gehen. Ich hasse dieses... Ich hasse es. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt? Wo sind jetzt die Pathologin hin? Ach, die ist auch am Rumlaufen. Okay. Und wo ist jetzt diese liebe, nette Shirley hin? Geht sie nach oben? Geht sie nach oben? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hä? Hier. Ach so. Na toll. Also geht sie praktisch nicht nach oben. Zumindest jetzt nicht. Natürlich, sie gehen ins Büro des Chefarztes oder was das auch immer ist. Mit wem eckt er eigentlich mal noch? Dr. Ed Daniels. Ah ja. Wer ist das? Ach, der. Ah ja, das scheint hier ein bisschen der Chefarzt zu sein. Keine Ahnung warum. Wo ist jetzt die mit dem Hasen schon wieder hin? Hier rennt sie natürlich rum, wo sie kein Mensch brauchen kann. Ich hab Zeit. So ist es nicht. Also eigentlich habe ich ja keine Zeit. Das ist ja mein Problem. Weil es eigentlich schon ein bisschen später ist und ich muss ja morgen aufstehen wegen Schule und so. Das heißt, die Aufnahme müsste sich auch bald mal dem Ende neigen. Wobei das natürlich ein bisschen schlecht ist gerade. Hallöchen. Geht jetzt vielleicht mal einer nach oben? Zum Beispiel die mit dem Hasen. Sie läuft immer noch hier rum. Mal schauen, vielleicht geht sie jetzt. Bitte, geh nach oben. Geh einfach nach oben.
Alter! So schwer ist das nicht! Wisst ihr eigentlich, wie das nervt? Oh, Brigitte wird entdeckt. Das bringt ihr aber viel, weil sie ja eigentlich nicht entbunden werden kann oder nicht gebannt werden kann. Gehst du jetzt endlich mal nach oben? Wenigstens geht sie jetzt mal nach oben. Ich hoffe, dass sie nicht gleich wieder umdreht, sondern einfach mal zu dem Jungen schaut. Ansonsten kann ich hier mal weiter spuken lassen. Dass hier mal wieder was passiert. Wobei die Kakophonie natürlich nicht so gut ist. Weil die ja wahrscheinlich wieder das ganze Haus schockt. Das soll sie ja eigentlich gar nicht. So, jetzt wird sie aber mal zumindest angelockt von irgendwas. Das heißt, sie geht schon mal nach oben. Wer schreit denn hier so? Ich will es gar nicht wissen. Hier kommt schon mal die Shirley Bry. Jetzt geht sie hier rüber. Ja, natürlich, jetzt geht sie wahrscheinlich hier hinten rum. Zur Fessel von Moonscreen. Blue Murder, Entschuldigung. Wobei ich dann hoffe, dass sie einfach mal hier den Weg zurückgeht. Und zwar durch diesen Raum hier. Oh, Moonscreen wird gerade entdeckt. Das ist nicht gut. Machst du mal bitte deine Obsession weg, Blue Murder. Ich gehe jetzt bitte durch diesen Raum hier hinten. Bitte. Ich nutze jetzt sicherheitshalber nochmal kurz. Du mit den rasselnden Ketten, dass sie vielleicht tatsächlich hier hinten hingeht. Weil es lockt ja auch die Leute an, die rasselnden Ketten normalerweise. Ich hoffe es jetzt einfach mal, dass sie das tut. Und dass er jetzt nicht wieder nach unten geht, weil dann reg ich mich echt auf. Sie geht rein, super. Nein, geh rein! Ah, wunderbar. Jetzt geh aber auch zu dem Kind. Oh, sie lässt ihn fallen, wunderbar. Okay, wunderbar, super. Haben wir den Geist freigeschalten und den letzten habe ich echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich versuche jetzt einfach mal zu spuken, weil das ist echt zufallsgeneriert, ob der andere da unten reingeht. Es gibt nichts Rührenderes, als einen Jungen und seinen Hasen wieder vereinigt zu sehen. Danke, Chef. Okay. Mit der haben wir jetzt kein Problem mehr. Das heißt, der Bu kann hier uneingeschränkt spuken.